Die Brettspielneuheiten purzeln hier nur so rein. Wir haben wieder, ja, Unboxing-Zeit. Wir packen heute mit euch Zwerge aus. Es wird zwergisch, diesmal von Grana im deutschen Vertrieb von Asmodee. Hallo, hier sind die Hausies Tanja Thorsten. und natürlich Familie Enterich. Ja, wir packen heute mit euch diese schöne Brettspielneuheit aus. Wie ihr vielleicht wisst, wir stehen total auf Zwerge, also auf Fantasy und Zwerge und alles, was damit zu tun hat. Hier wird es wahrscheinlich heiß. Es gibt nämlich hier dampfbetriebene Schmelztiegel und Zwerge. Zwergenschmiede sind wir hier, glaube ich. Und das Ganze, bin ich ganz neugierig drauf, es soll ohne Plastik im Spiel auskommen. Genau, das steht zumindest auf dem Karton drauf. Als erstes machen wir erstmal die Folie ab und dann schauen wir mal. Das war hier aber nicht mit dem Messer, das war schon. Ich glaube auf jeden Fall, hier kann man schon sehen, dass es auch wieder so ein bisschen beschichtet ist teilweise, ne? Es glänzt zumindest Es teilweise, die glänzt, ja, Kartonage. es ist schwer auf jeden Fall. Vorne und von den Seiten. Man sieht, die Seiten sind wieder so gestaltet, dass man es auch hoch aufrecht in ein Regal stellen kann. Oder man kann es natürlich legen. Finde ich auch sehr praktisch. Man sieht direkt den Verlag und den Namen. Und es ist ein sehr, sehr Und schweres ich sehe, der Paket. Karton geht einmal hier, das Bild geht einmal rum. Ach ja, genau, das geht einmal rum. Seht ihr das? Ich weiß nicht. Vielleicht reflektiert es auch zu sehr. Ja, und hier haben wir auch draufstehen, ja, Spielmaterial ohne Plastik. Wir lassen uns überraschen. Wir würden sagen, Perspektivenwechsel und dann schauen wir da mal gemeinsam rein, was denn da drin ist. Also schwer ist es auf jeden Fall schon mal. Ja, einmal der Karton. Schwer. Die nehme ich mal Zur sofort. Eine Seite. Anleitung. Oh, die ist etwas dicker, fühlt sich die an. Oh, Wir ja. sind Wie bei, viele Seiten? in deutscher Sprache, bei 19 Seiten, wobei hier hinten auch schon eine Menge Tabellen drauf sind. Ui, ui, ui. Ja, da bin ich mal gespannt. Aha. Hier ist direkt das Spielbrett. Das ist aber groß. Ui, ich will dich nicht. Oh, Hätte ins das hat Auge gehen eine können. schöne, ja, hat eine schöne Rückseite. Da sieht man hier die Zwerge und unten Drache. Oh ja. Schön. Das sind ja so Kleinigkeiten, das mag ich ja. Ja, wenn die Rückseite auch gestaltet Schönes ist. Bild. Die großen Halle und unten ist der Zwerg und schau mal da. Erzählt auch eine Geschichte. Die Zwerge, die zu tief in einem Berg wohnen, kennen wir ja, ne? Ja, Anleitung ist Achso, ich zeig scheinbar mal. gut gegliedert geschrieben nebenbei. Ja, den Karton auch nochmal, also den Plan auch nochmal von vorne zeigen. Also ihr seht, ist viel, viel zu sehen. Viele kleine Details auch scheinbar irgendwo, ne? Neben den klassischen Ablagefeldern. Ja. So, dann geht es jetzt hier weiter. Oh, Tell ist sogar ausstanzen. Ein Spielübersichtsbogen. Aha, hier lässt sich auch irgendwas ausstanzen. Ah, das sind dann Ach, da die. sind zwei drin. Ha, Ach, haha. das sind die Spielerboards Das sind die bestimmt. Spielerboards, Das richtig. ist der blaue Zwerg. Was haben wir hier? Ah, hier. Ja. Ein roter Zwerg. Einmal die Rückseite der Rundenübersicht und Vorderseite. Dann haben wir, das kann direkt mal in den Müll, der gelbe Zwerg. Und Gelb, ja, meine gelb. Spielerfarbe kommt hier auch noch grün, grüner Zwerg. Schön finde ich, dass auf jeden Fall jeder der Zwerge auch eine andere Optik hat. Ja. Und auch selbst die Maschinen selber scheinbar alle etwas anders ausschauen, ne? Von der Anordnung her und alles. Interessant. Ja, dann geht es hier weiter. Hier sind so welche Sachen zum Ausstanzen. Einmal dieses hier, vorne Rückseite. Hier ist eine Anleitung, wie man was zusammensetzt. Aha. Ja. Einmal Die lassen sich vordere hier aus. und Doch, das geht Rückseite. gut. Die lassen sich gut ausdrücken hier. Ich habe hier nämlich sowas wie Ton und Oh, so. hier sind so Schächtelchen. Dann muss ich irgendwie an Smarties denken. Oh, Von das finde ich ja früher, ne? cool. Weißt du noch, so die Smarties? Ah, da kommen dann Da bestimmt die kommen dann Sachen die rein Materialien hinterher, ne? rein. Ja, du siehst ja genau, was da vorgegeben ist. Aber das ist ja schön. Das sorgt ja für ein bisschen Flair dann auch, die passende Farbe, ne? Oh je, da kann man richtig auch von innen sind die auch gestaltet. Guck mal, da. Hier haben wir so Ablagefelder Sehr schön. für wahrscheinlich die Edelsteine. Und Das hier haben wir alles, lädt ja alles. richtig zum Einladen Oh, hier sind ein. auch so Sachen drin. Ja. Moment, das kippen wir vielleicht noch kurz Doch, vor die euch an. Smarties, ne? Sehr schön.
Selbst die Karten sind nicht in Plastik eingeschweißt. Wir haben ja eine Papierbanderole zum Abziehen. Mhm. Ja, gut, stand der plastikfrei drauf. Mhm. Und hier haben wir jetzt so Steinchen. Ja, aber das sind tatsächlich wie so kleine Steine, die angemalt sind. Ne? So, ne? Ja. Irgendwie doch, das sind Steinchen. Das sind wirklich Steinchen. Das finde ich klasse. Wow. Mhm. Ja, Artwork der Karten. Vorderseiten hier so eine Spitzhackenausrüstung, so eine wilde Sammlung. Oh, hier sind Zwerge bei Bowlen dabei. Es gibt also scheinbar auch eine Bowlinghalle. Kartenspiel. Baseball. Ups. Guck mal hier. Ja, das ist klasse. Wie so Smaragd oder Edelsteine, ja, die eben halt wieder angemalt sind. Steine, richtige kleine Steine. Das kleine. Also organisch kleine Steine. Ne? Ja, das sind irgendwelche Steine, die bemalt sind. Schön. Also auf jeden Fall, das Artwork auf den Karten gefällt mir schon mal sehr. Hier ist nichts drin, na, da kommen bestimmt nachher irgendwelche Sachen rein. Hier ist auch nichts drin. Hier ist wieder was drin. Da ist schon wieder irgendwelche Steinchen. Ja, Kohle oder was auch immer, aber auch wieder schwarz. Diesmal sind sie schwarz angemalt. Guckt mal. Wow. Ui. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Ja, ich auch. Dann haben wir hier noch andere Karten mit den vier Spielerfarben. Auf der Rückseite steht Zwerge drauf mit der jeweiligen Spielerfarbe und immer einem anderen Motiv. Wir kennen das Spiel natürlich noch nicht, deswegen wissen wir jetzt noch gar nicht, welche Funktion diese jeweiligen Karten haben werden. Hier haben wir den Bohrer, diesen dampfbetriebenen Bohrer nochmal, den Tanja euch auf der Rückseite gezeigt hat. Ja. Bin gespannt. Die sind leer. Hier ist wieder was drin. Gold. Sind echte Goldklumpen drin? Haben wir echte Goldklumpen drin? Ja, wir haben ja Goldklumpen drin. Schaut mal. Ja, hier nochmal drei dieser zusätzlichen Ablagefelder. Kann man dann auch schön so auf dem Tisch präsentieren. Ja, dann, ne? Also, ja, das passt prima in das Spielgefüge auf jeden Fall. Also sorgt für eine schöne Atmosphäre. Finde ich klasse. Ah, hier haben wir dann die Miepel. Hier rappelt es auch nochmal. Ja, so sehen die aus. Ja, hier habe ich sie auch nochmal in groß. Also hier, das verschiedene Größen. Hier sind nochmal welche in groß. Ah, und, okay. Kleiner Würfel und Zählscheiben. Ja, seht ihr, zwei Größen haben wir. Weil das sind dann andere Farben, ne? Hier ist lila. Was mir bei den Schachteln gut gefällt, ist tatsächlich aber auch das Optische. Wir haben hier vorne so ein richtig schönes kleines Schloss für den Schlüssel. An den Seiten so Griffchen zum... Ne? Also die Gestaltung ist echt... Ja, und hier haben wir nochmal den Karton von innen. Der sieht auch gut aus von innen. Ja, ja, dann werden wir mal die Stanzteile hier rausdrücken. Hast du schon mal rausgedrückt? Ich habe ein, zwei Mal angefangen. Ja. Die lassen sich eigentlich sehr gut rausdrücken, finde ich. Ja, sehr schön. Werden wir dann jetzt mal schön vorbereiten, weil Wochenende wird dann schon direkt losgelegt. Ah, das sind ja diese Doppel-Layer-Plätze. Ja, Board, so ähnlich. Ne? So klein, die sind halt ein bisschen vertieft halt. Ne? Ja, das sind zwei, siehst du ja hier. Ja. Ja, sehr schön. Karten hast du ja schon durchgeguckt. Ja, ne? Da habe ich euch ein paar schon in die Kamera gehalten. Wir machen natürlich Detailaufnahmen von den einzelnen Karten. Wie immer. Vielleicht mal so ein bisschen zum Überblick. Ja, und wir sind gespannt. Wir gehen gerne in die Berge, also... Unter die Berge. Unter die Berge, genau. In den Berg hinein. Ja, das... Ups, ich schmeiß schon auf den Boden. Jetzt will sie hier schon schmuggeln hier. Schmuggelware. Ja, wir sagen tschüss, die Haue. Siehst, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Wir tschüss. Werden euch natürlich davon berichten. Tschüss. Tschüss. Ho, ho, ho. Ach nee, das war falsch. Das war ho, ho, ho. Ho, ho macht der Weihnachtsmann, nicht die Zwerge. Die Zwerge. Oder wolltest du jetzt singen, hi, ho? Hi, ho, wollte ich eigentlich. Ho, 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 hi, ho. Ich wollte hi, ho sagen, wie Zwerge. Ja. Ist ja fast wie Weihnachten. Wir dürfen ja auspacken. Warte mal. Es ist wieder Unboxing 2. 2? Es ist Unboxing 2. Mann, oh. Stell dich nicht ernst hier. Ernstes Thema. Du machst das hier. Du legst hier vor. Es ist wieder Unboxing-Zeit. Wir packen mit euch Zwerge aus. Von Granna. Moment, das war Zwerge aus. Zwerge. Helga. Zwerge. Warum heißt das ein Zwerge und nicht Zwerge? Na gut, Zwerge gibt es ja schon, aber Zwerge. Warum gar?
Sind die Gasen nicht gekocht? Ja, wahrscheinlich, weil das ein Ort sein soll, weil das im englischen Original ja Dwerga heißt. Dwerga klingt eigentlich besser als Zwerga. Aber, ne, Dwarga. Dwarga? Dwarga? Ich glaube, es hieß Dwarga oder sowas. Und das ist ja Englisch für Zwerg und deswegen dieses Wortspiel, was im Deutschen nicht so gut funktioniert, vermute ich. Aber ist egal. Da steht Zwerga drauf. Ja. Arr. Arr ist Pirat, nicht Piraten, ja. Zwergische Piraten. Wir. Hi ho. Ho ho. In diesem Roman, so geht das doch nicht. So kann ich nie arbeiten.